Okay, okay, die sind schon eingefahren, die auch. Wenn, ja, die müsste ich auch noch mal kurz gucken, wie das mit der Sperrung ob, aussieht und abläuft. Gucken wir mal kurz nach hinten. Ach, hier habe ich abgerissen. Jo, stimmt ja. Gut, dann habe ich das hier abgerissen, dann kommt das mal wieder dahin. Heißt, wir können auch offiziell mal wieder unsere Trockenbauarbeiten gleich beenden und dann eventuell habe ich heute noch Bock, das mit der, beziehungsweise, was ich habe heute Bock, das mal mit der Engine dazu machen, mit dem Durchläufen. Ein fucking Belack. Machen wir aber so. So, so. Zack und zack und zack. Das wird eine endlos, eine unendliche Quelle geben. Jetzt nehmen wir. Also, das heißt, wir können eigentlich hier die Geschichte vollenden. Und gleich noch einmal das eine fixen. Aber ungefähr so wird unser Platz vom Start her benötigt. Und dann haben wir hier, obwohl, ich nehme mal die Kiste und hatte ich mache nur noch eine Runde. So. Ihr funzt aber nicht. Jetzt hat. Nein, hat nicht. Obwohl ist im Synchron-Einklang. Ja, ist es im Synchron-Einklang, das heißt, ich darf das hier mal fixen. Again. Respectively. Respectively. Ay, ay, ay. Leco mio. Lecos mio. Lecos mio, ma, ce lo voglio. Warum ist da nur... Okay, alles klar. Ist vom System so vorgegeben. So, das war dann hier mit Sticky Pistons. Als sei fort. Au. Klack. Klack, 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 klack. Nee. Leck dich am Arsch. So. Oh, komm. Ganz böse. Ganz, 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 ganz böse. Zack. Dann haben wir hier. Zack. Oh, ich bin schon müde. Ich meine mal lange. Ich werde die Session noch mal kurz neu schneiden.
Ja, noch ein Block weiter kommen Redstone-Blöcke. Hier Redstone-Blöcke. Willkommen. Hier eine Fackel, also hier kommt eine Fackelleiter hin. Ah, nee, nee, nicht hier. Sondern hier, da hatte ich schon recht. Weil das auch so ein bisschen strange aussah vorhin. Und dann haben wir hier das hier fertig zu machen. Und dann die Repeater hier drauf zu setzen. Yay, I love it. Weitere Fackeln kommen an diese Position. Und wenn wir hier das machen, kann ich so sagen, dass wir das hier haben. Ich muss ein bisschen aus dem abgucken. Gut, dann kommen. Okay, wir sind kurz alter. Mit dir habe ich um diese Hey. Uhrzeit kaum gerechnet, Georg. Ja, und doch bin ich da. Ich habe mich gerade so derbe erschrocken, halber Herzinfarkt. Was ist denn das? Gefühlt. Nee, weil ich kenne ihn nicht so, dass du was von mir um diese Zeit willst. Ich will eigentlich auch nichts Besonderes. Okay, ich bin gerade nämlich am Konstruieren. Und mitten in der Aufnahme. Ach so. Seit gefühlt einer Stunde. Ich war vorhin mit Crafting online. Haben ein bisschen was aufgenommen. Jetzt das hier mit Ravager Run. Und vielleicht nachher aber Caving noch ein bisschen. Und sonst so? Was bei dir? Ja, also ich habe mal, warte, wie sage ich das jetzt am besten? Auf jeden Fall, kennst du vielleicht den 2B2T-Server? Hast du davon schon mal gehört? Nein, leider nicht. Also es ist auf jeden Fall so ein Server, so ein Anarchie-Server, wo man alles darf, da hackt jeder und so weiter und so fort. Nur da muss man immer, so lange warten, bis man da reinkommt. Ne? Und da hat jetzt also so mindestens so 2, 3 Stunden in der Regel. Und da hat jetzt jemand sowas geschrieben, ein JavaScript, wo man dann sozusagen wegen so einem Server das Programm anwerfen lassen kann. Und dann wartet der quasi für einen. Es ist wie so eine Art Proxy im Minecraft-Server und da musst du halt dann nicht auf den normalen Minecraft-Server joinen, sondern auf dem, wo Proxy. du dieses JavaScript-Programm drauf laufen hast, ne? Nur das Problem ist ja, da musst du ja dann immer genau schauen, keine Ahnung, ja, wie viele Spieler sind jetzt
online auf dem Server? Und wann muss ich das dann ungefähr starten, damit ich das dann genau zu der Zeit spielen kann, wann ich spielen möchte, ne? Mhm. Und da hatte ich mir überlegt, dass ich mir da was entsprechend schreibe. Du kannst einfach ein Dingens, PHP-Request. Weil ich meine, der Forst-Server rallt auch PHP. Dass du auch sagst, hey, ich bin der und ich will das und das von dir wissen. Ja, man könnte natürlich da einfach ein Skript machen, das die ganze Zeit abfragt, wie irgendwie ein Intervall. Zum Beispiel jede Minute. Ja, ich okay, wollte ist das Platz halt für einfach. Mich oder nicht? Dann direkt in JavaScript da eben reinschreiben. Sozusagen. Kennst du dich mit JavaScript eigentlich aus? Eigentlich nicht so. Also eigentlich habe ich noch nichts mit JavaScript gemacht, aber ich denke mal, wenn ich mich da ein bisschen, also ich habe ein JavaScript-Skript, was es beibringt, wenn du haben möchtest. Ja, das wäre vielleicht ganz hilfreich. Also ich denke mal, also, na, wie soll ich sagen, ich sag mal, so groß unterscheiden sich ja jetzt so viele Programmiersprachen auch nicht. Also es gibt natürlich schon so ein paar Unterschiede, aber das meiste ist ja eigentlich so ähnlich, wie man es auch schon mal irgendwo anders gesehen hat. Ja, das stimmt auch mal wieder. Also deshalb würde ich eigentlich auch sagen, dass es eigentlich egal ist, mit welcher Programmiersprache man jetzt anfängt. Ja. Tatsächlich. Also beziehungsweise soll sich halt einfach das aussuchen, womit man das Projekt erledigen kann, was man machen will. Ja. Und ich habe den Unions-Server inzwischen jetzt auf 1.15 geupdatet und wenn du Bock hast, kannst du mal gucken, was ich da kurz fabriziere. Achso, ja, da komme ich mal drauf. Domain funktioniert, du findest eh erstmal nicht. Und wie ist dann. Kannst du mir gerade die IP dann schicken? Warte kurz. Ja. Und du bist die ganze Zeit auf Offline. Ach ja, was in der Union gemerkt? Nö, nee. Was ist denn da passiert? Aufs Branding mal gucken. Hashtag, wir haben neues Branding. Warte, in welchem Kanal? Ist das? Keinen. Ach so. Ich dachte. Siehst du eigentlich direkt, ja, wenn du auf Union gehst? Ach so, stimmt, ja. Jetzt habe ich es auch gesehen. Was ist denn hier auf einmal im Chat drin? Vielleicht die IP? Ja, stimmt, jetzt habe ich. Ja, sieht gut aus. Ist halt ein bisschen dunkler jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, ich guck mal. Ist natürlich jetzt, werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger dafür brauchen, weil ich ja eigentlich keine Ahnung von JavaScript habe, aber. Wenn du Bock hast, können wir sich mit Sascha und dir kann ich mir einen Nachmittag oder so spendieren. Wenn es geht, auch die Tage jetzt halt 1. April und so weiter und so fort.